Naja, mach ruhig weiter damit. Frisch gekackte Korinthen in neu gespaltene Haare zu wickeln. Alle tut. Ich habe nicht damit begonnen. Ich fahre hier nur Stufe 7 Schiffe im Lothia. So sieht das aus. Wobei 8 zu 6. Da sind wir schön mit dir, das ist auch schön. Von daher will ich mich nicht beschweren. Wobei kann man immer. So. Positionierung ist alles, ne? Ich mag die zwei Inseln da gar nicht so gerne. Vor allem nicht mit dem Flugzeugträger. Ich werde es mir nicht so leicht machen. Ja, was heißt nicht so leicht machen, ne? Alles relativ blöd. Ich wäre lieber hier drüben gespawnt. In der Tat. Ich bin ein Fan von diesem Bereich hier. Weil man weit über viel der Karte wirken kann. Und mit so einem Schiff mit 14,6 Kilometer im Stufe 8er offen zu schießen, ist ein bisschen vermessen, vor allem zu Beginn. Flugzeugträger ist es halt auch vermessen, da ranzufahren. Aber, oh mein Gott, Mr. Sheep ist gerade sehr viel sexier geworden als noch vor 2 Sekunden. Auf der Karte die Fidschi hier gesehen, oder? Ne? Da habe ich mir schon gedacht, weißt du was? Die Fidschi hier. Fidschi, die hat Smoke. Aber ich glaube, die fährt da rein, was gar nicht so geil ist. Und sie hat dieses komische Kopfgeld-Symbol. Das bedeutet, die ist so schnell raus, wenn die da reinjodelt. Hat es einen besonderen Grund mit den Stufe 7 Schiffen heute? Ja, es wurde sich Stufe 7 gewünscht und dann Kreuzer. Und dann habe ich das Schiff genommen, mit dem ich am schlechtesten war. Also wo ich am wenigsten Schaden gemacht habe bisher. Und das ist die Helena. Und die fahren wir jetzt 2-3 Mal und dann nehmen wir neu. Auf der einen Seite poliere ich quasi so meine Stats und versuche meine Schwächen auszumerzen. Auf der anderen Seite wurde gesagt, zumindest manche Leute haben das behauptet, sie haben Schwierigkeiten mit Stufe 7 Kreuzern, Schiffen generell und Kreuzern. Ob das jetzt stimmt oder ob das nur eine neue Ausrede ist, um mich leiden zu sehen, ne? Das ist eine andere Geschichte. Thema YouTube, was sind das für Frauen, die so angetan von deinen Videos sind? Ich weiß auch nicht. Also ich habe anscheinend ein Charisma, auf das viele Pornodarstellerinnen und Instagram-Models stehen. Also könnt ihr alle anschreiben, in meinen Kommentaren exklusiv. Nein, das sind keine Bots, ich kenne die alle persönlich. So sieht das aus. Ja, jetzt müssen wir aber hier reinkommen. Dann wird es schwierig mit... Evilblood, Dankeschön und herzlich willkommen auf Twitch bei mir. Der mit Instagram-Models tanzt. Rein platonisch natürlich. Meine Frau weiß Bescheid. Don Kiki, hallihallo, herzlich willkommen. Danke für deinen Follow. Nein, das sind halt Bots, keine Ahnung, die sammeln halt Kommentare. Ganz im Ernst, ich klicke da schon drauf und melde die dann und YouTube entfernt die dann. Ach, sind das ein paar Spieler von Yoboy in Wargaming, so, das wird das gestreamt. Nachher, ja, natürlich. Ja, wahrscheinlich nicht. Ah, wunderbar. Boah, wo schieße ich denn gerade hier hin? Ich muss ja dieses Boah, also ich liebe es, wie die Schiffe ein- und ausfäden. Also da muss ich sagen, hat Wargaming echt gute Arbeit geleistet. Ich muss den mit... Das ist mich für Scheiße. Ich muss den mittleren Bereich treffen, weil ich ja sonst keine Pen habe. Und ich muss auf der Karte Acht geben, dass bei B die nicht durchbrechen, ansonsten bin ich richtig hart dran. Und ich muss aufpassen, dass ich hier so mich positioniere, dass ich nicht von der Mitte aufgehe. Itch übrigens hat sich entfernt. Natürlich jetzt die Vladivostok bespaßen hier. Ist halt auch ein Achter.
Lieber wären wir in New Orleans und sowas. Lieber wären wir auch ein bisschen mehr Spotting in der Mitte. Aber wenn die Ipiranga um die Ecke kommt, dann, sobald sie attackiert wird, dann darf die Post. Die will mich. Geh weg. Ja, ich muss ja in den Hafen fahren. Oh nein, 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 nein. Auch das tut weh. Auch die Haie-Salve tut weh. Uff. So dumm. Aber deswegen mag ich die Insel hier. Und auch noch der dumme Flugzeugträger her. Puh. Oh, bin kein Bot. Natürlich nicht, Don Kiki. Aber du bist auch kein Instagram-Model wahrscheinlich. Oder keine Pornodarstellerin. Das ist der Preis, den man als attraktiver, intelligenter Mann bezahlen muss. Ich kenne das auch aus dem eigenen leidvollen Erfahrung, sagt Theo. Man wird die Frauen einfach nur wahnsinnig schlecht wieder los. Ja, es ist ein Fluch, ne? Es ist ein Fluch. Teilweise trage ich auch ein T-Shirt, wo drauf steht: I'm gay. Please let me alone. So sieht das aus. Oder Women disgusts me. So in die Richtung. Ansonsten keine Chance. Brutal. Einfach brutal, Theo. Nein! Komm, gib mir, gib du mir. Ist nicht mein Brand. Ja. Egal. So, Spaß beiseite. Wir haben die Ipiranga mit einem extrem genialen Hafenmanöver erledigt und übervorteilt. Muss schon sagen hier, das ist Können auf höchster Stufe. Können auf extra Stufe. Gleichzeitig haben wir aufmunitioniert hier in der Hafenstadt und Proviant aufgenommen. Brutal. Das ist das, was dieses Spiel ausmacht. Multitasking. Ja, jetzt positionieren wir uns wieder um. Oder Glück. Akikyo. Akikyo. Was? Glück? Hast du gesehen? Wie begnadet ich vorausschauend gefahren bin hier. Schon wohl wissend, dass wenn die Ipiranga um die Ecke kommt, dass das dann mein Ende ist. Flugzeug gestartet, um weiter zu spotten. Abwehrmaßnahmen eingeleitet. Oh nein, ich bin zu weit nach oben gekommen. Warum? Weil ich hier jetzt gleich aufgehe und die Vladivostok dann hochschießen kann. Nein. Wir leben wieder hier. Das gute Leben. Wir leben auf Messerschneide. Wir gegen den Rest der Welt. Bei Schlachtschiffe ist hier aktuell der Rest der Welt. Vier Schiffe zielen auf mich. Hört auf! Ah, jetzt müssen wir die Yuga erledigen zuerst. Ja, wahrscheinlich sogar eher die Horbat. Nur kein Brandperma. Seht ihr das? Das ist nichts, was man so schnell hier lernt. Das ist
Jahre harten Trainings, was wir hier haben. Komm, geh auf, Yuga. Sehr gut. Nein, das die Flugzeuge. Flugzeuge töten uns, ohne dass sie was machen. Das ist halt der Fluch der Schlachtschiffe hier. 110. Das Grauen, sagst du. 19 Gefechte, 11 Niederlagen. Ja gut, ne, für die Niederlagen kann man ja nichts. Da ist ja das Team auch ein bisschen mitverantwortlich. Wie sieht's denn aus? Wie sieht's denn aus mit den Stats? Das ist die Frage, ne? Ah, wir müssen jetzt alles drauf setzen, dass wir die Yuga wegkriegen. Beide Schiffe hier müssen oben rumfahren und die Yuga muss Gas geben oder sterben. Ansonsten sind wir des Todes. Na, Vladivostok und Nagato. Nein. Hab kein... Komm schon, Flugzeugträger. Komm, gib Permabrand. Ich komme nicht dahin, wo es wirklich wehtut. Das ist das ganze Problem. Alles war das Loki. Ja, 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 ich hab Urlaub, ich hab Urlaub. Oh shit, die Vladivostok. Nein, die Vladivostok will's wissen. Die Vladivostok hat den Plan durchschaut. Okay, okay, okay. Ich kann die Nagato rausblasen, wenn sie um die Ecke fährt. Das ist nicht das Problem. Muss ich gar nicht, sehr gut. Echt, Horbat? Du erregst meine Aufmerksamkeit mit 2300 Trefferpunkten. Am Samstag ist Nationalfeiertag in Österreich, ganz genau. Eureka. Oh shit. Problem ist Vladivostok. Also die Eugen ist sehr weit außenrum, sodass sie mich theoretisch bestrafen kann mit der AP. Und die kann aber nicht drüber schießen. Problem ist auch, die Yuga ist immer noch da. Wie immer ist es eine Frage des Nichtverreckens, ne? Vladivostok geht nicht zu, wenn sie zugehen sollte, dann gibt es halt eine Salve H, also eine Hydro. Das Problem ist hier, ne? Wie schon gesagt, Prinz Eugen könnte. Hörte doch jetzt einfach hier mal was. Sehr gut. So. Stats genauso gruselig, Kill, Tod, Ratio, 0,635k Damage im Schnitt, alles ganz fürchterlich. Ja, ganz genau. Das ist halt das, was, weswegen wir hier heute die Yuga fahren. So, die Yuga, die Helena fahren. So, jetzt aber. Und jetzt gibt's die saftige AP-Salve hier in die Seite. Die saftige AP-Salve hier. Mit einer und die trifft nicht mal. Gaming. So.
So, das war's jetzt für die. Meins! Ah, entschuldigt, Moment. Cam, links, Stream. Zack, das ist die richtige Cam. Da habt ihr natürlich vollkommen recht. Hallo Tom, hallihallo. Ihr seht, es besteht überhaupt keine Gefahr. Ich bin überlegen gefahren. Deswegen alles easy. Jetzt schnappen wir uns noch ein bisschen an Flugzeugen hier. Wen haben wir denn da? Lecker Schmecker Independence. Ja gut, aber wir schießen jetzt natürlich, wie sich's gehört, zuerst auf die Prinze gehen. Dankeschön übrigens für die Anmerkung. Ne? Und wieder, wenn man im Gefecht sitzt, dann sieht man nicht alles. So lange unterwegs hier. Du. Ja, dafür habe ich euch, das stimmt. Hundertsiebzigtausend. Jetzt 100. Nein, das ist eine fette AP-Salve. Die trifft nicht. Zack. Ich muss beide erledigen. Muss hochpokern. Komm, 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 bisschen Schaden. Ja, 200.000. Ach, Kiko, nein, ich bin falsch gestartet. Ne? Da sind so Dinge übereinander. Für manche Spiele ist es besser, wenn die Kamera ganz unten ist. Für andere Spiele ist es besser, wenn sie weiter in der Mitte ist und so weiter. Ne? Dementsprechend. Tschuh. Holy Moly, würde ich einmal sagen. Das ist mein Gefecht für YouTube. Das stimmt. Das können wir dann hochladen. Das war. Ich will mich jetzt nicht zu viel loben. Ne? Wobei, ein bisschen können wir schon. Das war halt schon gut gefahren. Ein bisschen kann man schon. Nein. Aber das war auch glücklich. Man darf nie vergessen, wenn der Feind nicht mitmacht, dann ist es generell schwierig, mit diesem Schiff Schaden zu machen. Die Karte war natürlich passend. Ist ja krass, mit einem 7er haben wir echt gut die Stellung gehalten. Halb Können, halb Glück. Glück gehört immer dazu. Natürlich wäre hier mit der Cleveland weitaus mehr Schaden drin gewesen. Ja, wobei vielleicht nicht. Ja, doch. Da braucht zum Beispiel kein IFAE, um höherwertigen Kreuzern Schaden zu machen. Da habe ich kein IFAE drauf bei der Cleveland. Da reichen die 30 mm und der Rest ist dann Feuerschaden zum Beispiel. Man könnte IFAE drauf machen, dann würde man auf den Schlachter noch mehr Schaden machen, aber dann haben wir dann einen Feuerdamage. 42.000. AP 46.000, der Rest HIPEN. Um CV ignoriert, die BBs pushen nicht und schon kann man super farmen. Ja, die BBs haben ja gepusht, aber keiner ist auf die Idee gekommen, anstatt links hoch, rechts rein zu fahren. Hätten die mich gesandwicht, hätte ich nicht in der Insel stehen können. Oder stehen bleiben dürfen, sagen wir so. Und die Flugzeuge, ja, tatsächlich, ich kann nicht verstehen, dass mich die Independence nicht oft anfliegt. Ich habe immerhin Jäger, ich habe Anti-Air, also T-Virus und ich habe
halbwegs passable Flugabwehr. Für einen Sechser natürlich genug, für einen Achter zu wenig. Aber von daher kann man schon mal machen.